Ja, Leute, hier ist wieder euer Vetter und der Phil. Herzlich willkommen hier und wir machen heute mal ein Nicht-Live-Let's Play auf Radiation mit der Farmers, mit Rotpunkt und in Black Ops und gegen Bots wie immer und wir machen Team Deathmatch und ja, quatschen nicht mit der Farmers, sondern wir machen hier, diese Runde habe ich nur Ballistic Knife benutzt. Und das ist eigentlich dann eine ziemlich gute Runde, auch für Bots, weil ich dann glaube ich, einmal mache ich jetzt hier 2 Kills in Folge, dann mache ich 6 Kills in Folge, dann mache ich 8 oder so. Hätte fast noch die Hunde erreicht, das wäre witzig geworden, aber leider nicht. Was soll's. Die Killstreaks sind der spionavische Flugzeug, das Geschütz und die Hunde, ja. So, dann, ja, unser heutiges Thema ist eben, wie man möglichst viele Kills mit einem Ballistic Knife relativ einfach hinbekommt. Möglichst einfach, weil es ist ja immer nicht einfach, ne? Ja, gut. Vetter fängt mal an, darüber zu reden. Ja, also ihr nehmt das erstmal das Ballistic Messer. Kauft es euch in den Black Ops Shop. Ich dachte, das kann man sich erst in einer dummen Laden kaufen. Okay, laber weiter. Ja. Dann wählt ihr es aus als Sekundärwaffe. Und hier wird er sterben, habe ich das Gefühl. Ja, da sterbe ich zum ersten Mal. Ja. Da war ich etwas überheblich, hätte ich einfach weiterrennen sollen. Ja, dann wählt ihr es aus, geht dann, wenn ihr gestartet habt, auf die Sekundärwaffe. Das ist hier ein Ballistic Knife. Ja, das meinte ich jetzt eigentlich nicht. Und dann, das geht hier wie mit Schießen. Schießt ihr dann einfach, aber wenn die Feinde von rechts, also wenn, stellt euch vor, hier rechts an dieser Mauer ist ein Feind, hier rechts kommt jetzt einer her, und dann, der läuft dann gerade vorbei und Phil müsste dann so einen halben Zentimeter auf dem Bildschirm vorbeischießen, weil das Messer im Gegensatz zu den Schüssen hat ja hat eine verlängerte Schussflugbahn, also braucht länger, um an ja, die, es hat weniger Geschwindigkeit. Ja, richtig. Und Tomahawk, das habe ich übrigens auch noch benutzt. Ja. Ja, und ich habe natürlich auch noch normal geknifed. Ich hatte, genau, als Perks hatte ich Plünderer, das ist auch logisch, weil sonst hätte ich überhaupt keine Knives mehr, man hat nämlich nur 2. Genau. Und dann habe ich mir halt immer, Plünderer ist natürlich obligatorisch, wenn man mit Ballistic Knife spielen will. Als zweites Streak habe ich, keine Ahnung, glaube ich. Sehen wir dann gleich. Als zweites Perk. Ja, das sind hier. Siehst du, das sehen sie, das sehen, siehst du, der da gerade uns zuschaut. Das ist ziemlich verfailt. Ja. Also, dass man nicht direkt, also direkt auf einen Feind werfen muss, darf, kann, sollte. Ich glaube, ich fange jetzt mal an zu reden. Ja. Nein, halt, stopp. Und ja, schießt einfach schön mit dem Messer auf die Beinchen. Oder auf die Beinchen, das ist dumm. Ja, auf den Brustkorb, weil den Kopf trefft ihr schwer. Und ja, wenn der Feind weiter weg ist, dann sollte man ein wenig höher schießen. Ja, weil das... Das ist dann noch umso schwieriger. Weil das Ballistic Knife und der Tomahawk... Das ist natürlich logisch, das wird von der Schwerkraft beeinflusst und fliegt dann wieder nach unten. Das ist ja alles physikalisch total korrekt hier, ne? Guck, und wenn ihr jetzt seht hier, da ist jetzt einer gestorben, dann muss man natürlich sofort dahin kommen. Ja, siehst du, der da wieder zuschaut? Er hat genau drauf gemacht, also... Genau auf die Stelle, wo der Feind war, hat er drauf geschossen und geworfen. Und das trifft natürlich dann nicht. Ja, jetzt lass mich mal bitte reden. Ja, okay. Also, was ich jetzt hier gemacht habe, um diese vielen Kills zu bekommen, man darf mit dem Ballistic Knife, im normalen Duell hat man eigentlich meistens keine Chance, weil man halt mit dem Sturmgewehr oder mit der Maschinenpistole oder so viel besser aimen kann, auch mit der Sniper natürlich. Und deswegen muss man es einfach so machen. Hier, das ist Radiation, glaube ich, eine der besten Maps dafür. Mhm. Hier hat man diese große Halle und da kann man immer an eine oder andere Ende gehen und dann gucken, ob da Feinde sind. Da kann man eigentlich schwer von hinten gekillt werden, weil so sind Streaks natürlich wieder schnell vorbei. Und natürlich braucht man ein Überwachungsflugzeug, so als erstes Streak, das ist sehr hilfreich. Weil, wie ihr gesehen habt, habe ich dadurch halt, das war natürlich klar, wo ich das Ding werfen will, kommt wieder ein Feind dahin. Und ja, wie ihr seht, kann man mit dem Ballistic Knife auch schneller lifen. Das heißt, man gewinnt eigentlich praktisch jedes Knife-Duell gegen Leute, die halt nur eine normale Waffe haben.
Das ist halt auch sehr hilfreich. Man sollte dann immer so, wenn man um Ecken geht, so ganz nah in der Ecke bleiben, damit man dann möglichst knifen kann. Ja, und sonst halt, was dumm von mir war, dass ich als zweites Tweak nicht den Blackbird hatte, weil sonst hätte ich vielleicht auch die Hunde geschafft, weil damit kann man dann noch besser sehen, wo die Gegner sind und kann dann noch auch sogar sehen, in welche Richtung sie gucken und sie dann immer schön von hinten erledigen. Das ist natürlich das Einfachste. Ja, das habe ich jetzt nicht geschafft hier. Und ja, was noch wichtig ist, dass man halt immer, das ist, da habe ich auch ein paar Mal in dem Gameplay gefailt, wenn man einen Gegner verfolgt, um ihn zu knifen, weil man zum Beispiel keine Muni mehr hat. Hier, das war ein Fail beim Knifen. Da bin ich jetzt das zweite Mal gestorben. Hatte ich jetzt 7 Kills in Serie. Ja, weil wenn ich, also das Knife halt werfe. Quatsch, nochmal von vorne. Genau, wenn ich einen knifen will und hinter dem her bin, dann kann ich halt, muss ich halt warten, bis ich den praktisch schon in dem drin liege, bevor ich ihn richtig knifen kann, vor allem wenn er schnell läuft, weil sonst könnte er wieder abhauen. Ja, siehst du, seht ihr so, man muss praktisch in den reinlaufen. Das werde ich euch gleich mal in Fail zeigen, wo ich das eben nicht gemacht habe. Ja, und Ja. hier. Gut. Weil genau noch eine wichtige Sache ist, was eben der Vorteil beim Sting Knife gegenüber anderen Wachen ist, ist, dass wenn ihr schießt, dass der Gegner euch dann nicht auf der Karte sieht. Das heißt, wenn jetzt hier wie ich einen verfolgt, der hätte mich jetzt gesehen und hätte sich umgedreht auf der Karte. Und so konnte ich den halt immer schön erledigen. Weil es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Gegner das Messer an euch vorbeifliegen sieht. Das ist auch wieder ziemlich schwierig zu finden, das Messer. Deswegen würde ich auch auf jeden Fall Plünderer empfehlen. Und deswegen, ja, ist es am besten halt, wenn man, also ist es da nicht so schlimm, wenn man dann einmal verzielt, einmal veraimt, wenn man hinter einem her ist. Man kann den dann getrost, hat getrost Zeit, nochmal dann schön Maß zu nehmen. So, willst du noch was sagen? Du hast doch gerade die ganze Zeit was gelabert. Ja, ich war ja fertig. Ja, okay. Ja, hier, das ist eben das Problem. Ich hatte das Geschütz statt den Blackbird. Das macht natürlich Kills, aber dafür habe ich dann eben nicht die Hunde erreicht. Das war dann schade. Ja. Und ja, also solche Sachen solltet ihr nicht tun, wie der Phil hier gemacht hat, weil ja, der Gegner kann sich das Geschütz jetzt eigentlich krallen. Ja, darauf habe ich auch gewartet. Jetzt ist er hingegangen zur Kiste, jetzt laufe ich los. Ja, und jetzt ist es natürlich einfach, ihn zu erledigen. Jetzt hätte er das Geschütz aber schon haben können. War jetzt aber eigentlich nicht genug Zeit. Weil, ja, okay, das musst du mir, glaube ich, nicht erklären. Wenn ein Feind eine Kiste nimmt, dauert das natürlich länger, als wenn du selber oder ein Teammate von dir eine Kiste nimmst. Nee, Teammates Teammate dauert brauchen es auch auch so länger. lange. Ja, genau. Weil sonst wäre es assi, weil die Teammates sonst immer die Kisten klauen könnten. Ja, das Geschütz macht ein paar Kills, aber schade. Ich hätte. Hier, das ist ein schöner Fail. Jawohl! Voll an dem Jawohl! Säckchen vorbei. Eieiei. Oh Naja, ich weiß, nein. dass ich schlecht bin. Ihr müsst es nicht in die Kommentare schreiben. Ihr könnt uns immer in die Kommentare schreiben, wie euch das Video gefallen hat, auch wenn es noch nicht ganz vorbei ist. Ja, und vor allem, Und was habt ihr für Erfahrungen mit Ballistic Knife gemacht? Und habt ihr schon mal damit gespielt? Wart ihr da eher gut oder eher schlecht? Genau. ja, schreibt Kommentare, schreibt Bewertungen, positive, wird sein, was auch negative. Das Geschütz ist sehr dumm. Ja. Oh. Das Und ist es in der Tat. ja, also ich habe das Gameplay hier noch nicht gesehen. Er hat das ohne mich erspielt. Dieser böse Phil. Ich glaube, wir werden auch gleich ein Und Gameplay ja. von machen, wo Vetter dann Fetter halt ich. damit Fetter Ballistic Knife spielt. Das macht er dann aber, glaube ich, live, oder? ich. Ja, klar. Ja, gut, dann werden wir mal sehen, ob der es auch so gut hinbekommt. Und nochmal hier Fail. so als Genau das ist Info. eben jetzt der Fail, den ich euch zeigen wollte. Alter, lass mich doch mal sagen, wenn nichts jetzt wichtig ist. Guck da, da bin ich nicht nah genug an ihn reingelaufen, deswegen konnte ich ihn nicht helfen. So nah muss ich an ihn reingehen. Yes, sir. Ja, Und dann ja, mach noch mal du. ab Weihnachten, so kurz davor, so, na, sagen wir mal so ab Januar, wenn es dann klappt, dass ich einen neuen PC kriege von meinen Eltern, werden dann viel mehr Videos kommen, weil Phil mir dann über USB-Sticks die ganzen Dinger mit nach Hause schickt. Also mitnimmt. Und ich render die dann auch und lade die auch hoch, weil Phil ist auch nur ein Mensch und muss zur Schule gehen und hat auch nicht ewig Zeit, um sowas zu Ja, machen. das Problem ist eben, dass Vetter halt noch einen schlechteren PC hat als ich und dass er deswegen nicht aufnehmen und nicht rendern und so Ja. kann. Ja, Und hochladen könnte er gerade noch, aber. ja, das dauert auf meinem Hauptkanal auch schon für ein 5-Minuten-Video 200 Minuten.
Und ja, auch ich habe gut, ich renne da auch nicht, aber trotzdem. Ja, du hast auch ziemlich, sorry, aber deine Videos sind jetzt auch nicht so hohe Qualität wie von unserem Ja, das hier, ihr stimmt. HD, und das dauert dann nochmal mindestens dreimal so lang. Das ist leider so. Ja, gut. Jetzt ist gleich das Game hängen geblieben, deswegen hören wir jetzt hier an dieser Stelle auf, wenn ich jetzt gleich das nächste Mal sterbe. Und ja, warum das Game hängen geblieben ist, das lag daran. Wir haben ja jetzt die nicht offizielle Version und da das wird halt über einen nicht offiziellen Server betrieben werden. Und dieser Server geht halt so alle 2 Wochen immer so für ein paar Tage online, offline, weil die irgendein Update machen müssen. Und da ist natürlich mitten, während ich da dieses Spiel gespielt habe, offline gegangen. Gerade dann. Sehr genial. Ja, gut, wir sagen dann auf Wiedersehen. Ja, hier haben wir noch ein paar Sekunden. Und ja, Bewertungen, Kommentare schreiben. Schreibt bitte einfach immer Kommentare. Egal, ob es negativ oder positiv ist, wir freuen uns über jedes Kommentar. Und schaut euch die letzten 7 Sekunden an. Und Ja, das war's dann hier. Die KD ist am Ende dann 20 21 zu zu 3. 3, so seine 7,0. Und wir würden sagen, auf Wiedersehen.